Der 1. Mai hat Tradition. Und Mai-Touren haben nicht selten eine feuchtfröhliche Tradition. Die ist zum Beispiel im Osnabrücker Land in den vergangenen Jahren sehr ausgiebig gepflegt worden, kann man sagen. Mit großen Menschenmengen, großen Alkoholmengen, großen Müllmengen und immer wieder auch großem Ärger. Auch dieses Jahr waren in Ankum wieder 1200 junge Menschen auf den Beinen. Auch mein Kollege Jo Bösten als Beobachter. Wer es nicht besser wusste, hätte auch glauben können, dass hier in Ankum ein Karnevalsumzug starten sollte. Dabei sind wir am traditionellen Treffpunkt für den Marsch der Lemminge, wie der Maigang hier genannt wird. Die Gruppen ausgerüstet mit allem und mehr, was zu einer 6 Kilometer langen Tour gebraucht wird. Musik und dann ein paar Freunde und dann geht's los. Ein bisschen Spaß haben heute, fertig. Party! Ja. Spaß haben! Spaß haben! Erst Sauerfeier! Beste Stimmung also, aber es war noch relativ früh und die Anwohner, die das Spektakel seit Jahren kennen und fürchten, ziemlich skeptisch. Das ist eine Zumutung. Für uns ist das eine Zumutung, ganz bestimmt. Aber am schlimmsten finde ich diese gnadenlose Vermüllung hinterher. Da wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Deshalb haben die Maigänger in diesem Jahr Besuch von der Bereitschaftspolizei. Die sollen für ein wenig Ordnung sorgen. Denn im letzten Jahr waren mehr als 2000 Menschen hier und haben sich nicht gerade beliebt gemacht. Es ist mit zunehmendem Alkoholkonsum zu Auseinandersetzungen gekommen. Es wurden reihenweise Flaschen auf die Straße geworfen, sodass die Straße teilweise nicht mehr passierbar war. Und viele Jugendliche mussten, weil sie sehr viel Alkohol getrunken hatten, auch mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das können wir nicht dulden und deshalb sind wir dieses Jahr hier präsent. Etwa 1200 Teilnehmer haben Polizei und Ordnungsamt heute gezählt. Komplett verbieten will den Marsch der Lemminge natürlich niemand, aber Glasflaschen sind strengstens untersagt und Alkohol für Minderjährige soll es auch nicht geben. Das wird kontrolliert. Dass die Jugendlichen eigentlich sich so verhalten, wie sie sich im Grunde genommen verhalten sollen. Es kommt so gut wie gar kein Problem mit der Polizei, das finden wir gut. Einigen Teilnehmern ist das aber zu viel Kontrolle, sie haben kein Verständnis. Wenn die jetzt Security-Firma engagiert hätten und die nur hier hingestellt hätten, das wäre schon okay gewesen, aber so ist ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob es die Leute provoziert, aber es macht die Stimmung kaputt, die Atmosphäre. So ganz spaßfrei war der Eindruck dann aber doch nicht und die Anwohner atmen am Ende durch. Ich denke schon, das lag an der Polizeipräsenz und daran auch, dass die Samtgemeinde hier Mülltonnen hin organisiert hat und dass wir diese Absperrbänder hier aufgestellt haben. Also alles zusammen, diese Maßnahmen haben schon geholfen. Vorläufiges Fazit aus Ankum also, Schlägereien keine, Müll- und Schnapsleichen kaum, Spaß, bis der Regen kam, eine ganze Menge.